Ein Spiel jagt hier das nächste in den englischen Wochen DFB-Pokal. Heute gegen die Eintracht aus Frankfurt, Runde 2. Danach geht es wieder in der Bundesliga gegen Kiel und dann kommt auch schon wieder die Champions League. Aber auch den Pokalwettbewerb will ich so ernst nehmen, wie es nur geht. Heißt also auch da im besten Fall im Finale und dann den Pokal in die Lüfte stemmen. Aber dass das nicht so einfach ist, habe ich ja letzte Saison gesehen. Da war dann auch, glaube ich, im Achtelfinale. Ich glaube, im Achtelfinale Schluss. Wir haben gegen Holstein Kiel noch Runde 2 gespielt, bin ich der Meinung. Und dann im Achtelfinale gegen Bielefeld war Schluss. Diese Saison soll das im besten Fall nicht passieren. Die beste Elf spielt auch heute. Dann muss ich gegen Kiel halt ein bisschen anders aufstellen. Aber gegen Kiel, wie gesagt, auch da bei allem Respekt, sollte das dann auch mit der B11 irgendwie funktionieren. Ja, und die Eintracht mit Götze natürlich. Mit Moani vorne, mit Farid Alidu und Timothy Chandler auf der rechten Seite. No disrespect. Aber da ist die Eintracht jetzt auch nicht so optimal besetzt, sagte er. Und kassierte direkt von Chandler ein. Nee, Götze wäre es gewesen. So, aber jetzt hier voller Fokus, volle Konzentration, weil die Eintracht, ich weiß nicht, wie die hier spielt in der Saison, ich weiß nicht. Scheint aber auch ganz druckvoll hier zu beginnen und da ist Chandler, Achtung, Timothy Chandler. Der Typ, der schweißt uns glatt mal hier drei Dinger ein, aber das Bild der letzten Spiele. Wir beginnen echt nicht gut, schläfrig, der Gegner ist besser, wir brauchen immer so eine Zeit, um ins Spiel reinzukommen. Und dann sieht das halt so aus, wie es ausschaut. Achtung, So in der Mitte. Und Veron und die erste Chance umzuschalten. Aller vorne auf Lindström. Gegen seine Ex-Kollegen. Ja, wird nochmal angezeigt. Otto. Gegen Lindström. Gut gemacht. Aber der Ballverlust und dann schnelles Umschalten. Bellingham nach vorne. Veron. Das war zu schnell. Aber so muss es gehen. Die spielen auch im 4-2-3-1. Also gespiegelte Aufstellung. Und spielen das gar nicht verkehrt. Rode. Wieder Chandler, Palacios auf der Außen. Und wieder Chandler aufgepasst. Das ist eine gute Raumaufteilung. Und Bellingham ist dazwischen und leitet den nächsten Konter ein. So schnell muss es gehen. Kvaratskhelia, Aller. Lindström muss Guerrero oben mitnehmen. Kvaratskhelia war im Abseits. Palacios auch nicht langsam, aber Guerrero ist schneller. Sehr, sehr schnell. Und Aller mit der ersten Chance in der Mitte. Schönes Pokalspiel. So muss es gehen. Hin und her, Chancen auf beiden Seiten und ein Sieger heute, auf jeden Fall mit schwarzen Hosen. Das ist klar. So, Ecke jetzt. Quatsch, Kehle hat doch gut geklappt im letzten Spiel, aber das klappt halt auch nicht immer. Quatsch, Kehle gegen Boscalli, schön gemacht, in den Rücken auf Carvalho, schade, kommt nicht ran. Und Gral im Tor. Da ist natürlich die Frage, wo ist Trapp? Ist ja berechtigte Frage. Berechtigte Frage ist aber auch dieser schöne Ball. Und Kvaratskhelia auf Lindström. Und genau in die Lücken, in die Räume, wo eigentlich niemand damit rechnet. Wird eine ganz, ganz heiße Partie heute. Das hat schon so Verlängerungscharakter. Aber ich hoffe natürlich nicht. Aber auch hier wieder Riesenlücken. Und die Eintracht dann immer wieder reinspielt. Moani, Rüdiger. Sehr, sehr wachsam, Carvalho. Wir haben echt wieder Schwierigkeiten und Probleme, uns da zu befreien. Götze mal mit einem Weitschuss. Das geht nicht lang gut, ey. Das können wir nicht so lange und so oft machen. Am besten gleich schon mal umstellen. Wir brauchen einfach wieder ein stabileres Mittelfeld. Das 4-2-3-1. Schön und gut, aber da haben wir ja riesen Lücken, ey, teilweise. Aber die Eintracht vielleicht auch, wenn wir schnell spielen. Otto gegen Kvaratskhelia, der setzt sich durch mit seiner Klasse. Das kann die Führung sein. Und das ist sie. Minute 26. Kvaratskhelia mit dem 1-0. Schön gekontert. Hier ist er einfach den Moment schneller dran. Da ist Finn Otto. Ist, glaube ich, Finn Otto so ein bisschen auch unerfahren. Wenn er da früher hingeht, dann hat er den Ball. So. Presch Kvaratskhelia dazwischen und netzt ein. Zum wichtigen 1-0. Schöne Aktion. Wenn du dich dabei verletzt, Junge, dann ist der Vertrag sofort aufgelöst. Das kommt natürlich gerade in der Phase, wo die Eintracht schon angefangen hat, ein bisschen stärker zu werden. Aber heißt nichts. Sie lässt sich davon gar nicht
beeindrucken. Gibt aber erstmal Abschluss. So, und wenn wir jetzt führen, dann haben wir ja das Spiel auf unserer Seite. Dann muss der Gegner kommen. Muss ein bisschen mehr machen, aber die lassen uns auch nicht so viel Platz. Alle, aber es geht schnell und das ist das Entscheidende. Wenn es schnell geht, dann hat der Gegner Probleme. Und das haben wir ja gerade in den ersten Spielen richtig gut hinbekommen. Auf Schalke, gegen St. Pauli vor allem. Klar, das war so eine Eintagsfliege. Gegen Hamburg dann auch irgendwann. Gegen Stuttgart auch dominant gespielt, auch nur 1-0 gewonnen. Aber gewonnen. Und das ist das, was zählt im Fußball. Gewonnen. Wie spielt überhaupt gar keine Rolle. Hauptsache du gewinnst. Und gerade im Pokal ist die Spielweise völlig egal. Da zählt nur, dass du weiterkommst. Lindström. Gegen Otto, der zahlt so ein bisschen Lehrgeld, habe ich das Gefühl. Flanke kommt rein. Wir rollen daneben, nicht dazwischen, daneben. Aber die verschieben auch richtig gut. Angefangen bei Götze in der Mitte. Beziehungsweise, oh, schöner Pass, Kvaratskhelia, da ist auch wieder keiner, gerade. Angefangen halt bei Götze. Der sich auch immer wieder in diese Zwischenräume gut fallen lässt. Und Moani, oh, bislang haben wir auch gut im Griff. Natürlich kannst du nicht alle Bälle verhindern. Jetzt kommt Rode und Rüdiger. Und wenn sie versuchen, Druck zu machen, wenn wir diese Linie überspielen können, die Pressinglinie, ist das gut für uns. Aber genauso natürlich auch andersrum. Schlotterbeck vor Moani. Ja, und jetzt Achtung. Dem Pressing sich irgendwie befreien. Oh, Kobel. Ja, muss er machen. War niemand frei? War ja auch richtig. Der lange Ball hätte aber schon viel früher kommen müssen. Die Eintracht wieder vorne. Bekommt Gott sei Dank den letzten entscheidenden Ball noch nicht hin. Moani mit diesem genialen Ball. Achtung, Moani setzt nach. Und der Ausgleich. Mit dem Halbzeitpfiff. Weil wir den Ball nicht wegkriegen. Weil wir zu lange brauchen. Klar, ein bisschen Billard, bisschen Ping-Pong. Aber alleine der Versuch da. Und dann hat Schlotterbeck den Ball. Versäumt es leider zu klären. Moani ist dann halt eiskalt vom Tor und macht den. Tja, 1-1. Randall Kolo Moani. Das spiegelt natürlich nicht ganz so den Spielverlauf wider, aber die Eintracht, die Weise auch nicht schlechter. Nur, dass wir uns da richtig verstehen. Aber auch die anderen Partien, ihr seht, hier gibt es kein Kanonenfutter mehr. Hier ist ja keine, wie sagte Per Mertesacker, keine Karnevalstruppe mit dabei. Aber wir können mal gucken, ob wir mal ein paar frischere Leute reinbringen. Wie zum Beispiel ein Skamaka vorne für Aller. Für Cavallo habe ich halt niemand mit dabei. Da könnten wir ansonsten die Formation mal umstellen. Aber ich lasse es erst nochmal. Skamaka vielleicht mit der nötigen Frische. Ein bisschen angestachelt. Von der Situation, dass er doch gespielt hat, obwohl er gar nicht spielen wollte. Da muss er jetzt mal zeigen, was er drauf hat. Skamaka, Veron. Es wird noch ein ganz, ganz schweres Spiel hier. Eine ganz, ganz enge Nummer. Ich stelle mal um. Ich möchte das im Mittelfeld ein bisschen, ja, stabiler haben. Einfach Bellingham, der Sechser. Dann die beiden Achter davor, die das immer wieder ankurbeln. Und wir haben ja jetzt den Platz. Cavallo sieht da unten Skamaka. Ah, nee, falscher Mann, oder? Kommt da ran? Nee. War leider der Falsche. So, Moani wird natürlich wieder geschickt. Da muss sich Schlotterbeck strecken. Das Laufduell, das verliert er im Normalfall. Schlotterbeck. Oh, ist ganz riskant da. Die rücken mit drei Mann drauf. Aber da muss ja irgendwo eine Lücke sein. Beziehungsweise die Lücke kennen. Und die müssen wir ausnutzen. Schade. In diesem System. Da darf Bellingham auch nicht nach vorne. Das ist der Sechser. Was macht der da? Alidou, Rüdiger. Ihr seht, die Eintracht, die setzt uns unter Druck. Die presst. Rückt nach. Aber wir befreien uns. Das ist das Gute. Und dann haben wir halt auch den Platz. Ihr seht das. Und Skamaka muss nach vorne. Der muss jetzt angespielt werden. Ah, oh, schade. Da wäre der Ball gewesen. Das wäre ihr Preis gewesen. Und wieder Schlotterbeck gegen Moani. Und wieder Schlotterbeck da. Wichtig. Und richtig. Achtung, Fehlpass mit Ansage. Alidou, Moani, Rüdiger. So, und wieder dieselbe Situation. Die Eintracht presst. Hat hinten Lücken und die müssen wir nutzen. Lindström, den kriegt er. Es ist niemand in der Mitte. Hinten läuft Veron ein. Gral ist da.
Lindström, oh, großer Fehler von Gral. Der kann sehr, sehr teuer werden. Schade. Die spielen aber auch immer wieder mit dem Feuer. Gerade hinten, wir aber auch. Und wenn beide mit dem Feuer spielen, ja. Feuer mit Feuer bekämpfen ist nicht. Der Eintrag kommt abseits von Chandler, aber die machen das auch wirklich nicht schlecht. Wir haben da echt große Schwierigkeiten, auch dieses Mal. Kamada kommt rein. Das ist natürlich auch Qualität, wenn du einen Kamada auf der Bank hast und den noch reinbringen kannst. Nicht schlecht, Guerrero. Wir sind aber auch nicht schlecht. Jetzt Gamaka am ersten Pfosten nochmal annehmen, der hat so viel Platz. Gamaka! Vielleicht zu viel Platz gehabt, aber Chance lebt noch. Wieder Gamaka! Und jetzt macht er an. Jetzt ist er drin. 68. Nachgesetzt, dran geblieben, den zweiten Ball geholt. Hier von Lindström, gut gemacht. Auf Carvalho und der bleibt ruhig. Skamaka läuft ein und dann, ja, sind da auch viele Frankfurter, aber diesmal haben wir die Lücke ausgenutzt. Und wieder ist es, ja, der Junge Finn Otto da. Die Nummer 42, der da so ein bisschen im Stellungsspiel versagt. Aber das ist halt bislang unser Vorteil. Ja, der zweite größere Fehler von Finn Otto, das kann schon das Ausscheiden bedeuten für die Eintracht. Nächster Ball, Skamaka, wieder Skamaka und diesmal ist Gral da. Aber auch das zählt zur Wahrheit, die Eintracht ist noch nicht raus. Die Eintracht ist noch nicht raus, ganz im Gegenteil, die machen das nach wie vor richtig gut. Müssen natürlich jetzt ein bisschen mehr ins Risiko gehen. Und das öffnet halt solche Lücken hier. Guerrero. Oh, blöder Laufweg. Ganz, ganz schlechter Laufweg. Da ist gar keiner in der Mitte gewesen. Die Eintracht kommt über Moani. Wir sind einfach viel zu wenig Leute hinten. Wir sind viel zu viel vorne. Das hat so leichte Deutschland-Mexiko-Vibes. Damals, als Deutschland ungefähr mit 10 Mann vorne war. Und hinten dann immer die Abwehr offen stand. Bourré kommt für Chandler. Achtung, Kamada setzt nach. Oh, und wieder kriegen wir den Ball nicht weg. Rode und jetzt die Chance. Wieder Moani. Und diesmal ist Kobel da und rettet. Und jetzt müssen wir auch umstellen. Jetzt ist WM Carvalho platt. Da müssen wir dann halt auch einen Rainer mal reintun. Dann spielt er halt ein bisschen defensiver. Beziehungsweise auch eine offensivere. Ach, so ist es ja nicht. Ja, man merkt jetzt schon die vielen Spiele hintereinander. Auch Kvaratskhelia, auch wie sie alle heißen. Mal Adeyemi für die andere Seite. Wechseln wir mal die Seite. Das setzt dir natürlich ganz schön zu, wenn du so alle zwei, drei Tage spielst. Deswegen ist die Qualität und die Quantität im Kader so wichtig. Aber noch ist es nicht geschafft. Schlotterbeck. Und Ryan Kent jetzt. Gegen Palacios, gegen Kamada, gegen alle. Ja, Palacios, den schafft er leider nicht. Und wieder Moani mit der nächsten Chance. Und wieder ist Kobel zur Stelle. So, mit der nächsten Ecke. Die machen sie jetzt auch nicht schlecht. Die schießen gute Ecken. Lindström klärt. So, jetzt mal die Chance. Vorne ein bisschen Platz. Und wir warten auf Skamaka. Der eigene Eckball. Fliegt der Eintracht um die Ohren. Und das kann schon das Ausscheiden bedeuten. Skamaka. Adeyemi läuft mit. Einmal rübergelegt. Adeyemi. Das war's. Das ist die Entscheidung. 3-1. Wunderbar gespielt, schön gekontert, weil wir schnelle Spieler haben. Klar, die Eintracht ist natürlich jetzt auch platt, die hat viel investiert. Zum Schluss dann nochmal einiges riskiert natürlich, verständlicherweise, aber das Ding müssen wir dann auch so zu Ende spielen. 3-1. Und somit ist das Achtelfinale sicher für uns. Es wird in der Liga auch noch witzig, wenn wir noch gegen die Eintracht spielen. Das wären auch nochmal zwei richtige, ja, harte Knallerpartien. Achtung, Frankfurt kommt auch nochmal über Bourré. Aber auch da müssen wir uns durchsetzen. Das sind einfach diese knappen und auch engen Spiele, die wir auch dann gewinnen müssen. Weil wenn du da nötige Big Points holst, dann wirst du halt auch Meister. Und zusätzlich dazu dann auch Spiele gegen die unteren Teams gewinnen. Weil einfach ist so.
Aber trotzdem, ihr seht das, ey. Ali Du läuft immer noch an in der 86. Da muss doch irgendwann mal Platz sein. Bellingham unten, Bassey. Ja, gut gesehen. Guter Laufweg, Bassey. Nimmt da Ryan Kent mit. Die kennen sich aus. Let's go! Und Ryan Kent nochmal mit einem schönen Tor zum Abschluss. Die starke linke Seite. Ryan Kent aus der 8er Position mit nach vorne. Direktabnahme an Otto vorbei. Der hat natürlich jetzt da keine Schuld. Da kannst du jetzt nicht jedes Gegentor dran festmachen. 4-1. Am Ende dann doch deutlicher, als das Spiel war. Klar, also wir hatten schon mehr Chancen. Mehr fürs Spiel haben wir auch getan. Aber war nicht immer so klar. Die Eintracht hätte auch hier ein, zwei Dinger machen. Ja, müssen, können, nicht dürfen. So will ich das mal formulieren. Kobel, oh, was ist das denn für ein Ball? Ja, der kommt an. Starker Ball auf Adeyemi, ne, würde ich sagen, gegen Onguyen. Ah, der ist natürlich jetzt platt. Da ist auch die Konzentration lässt nach. Adeyemis Gamaka, 5-1. Jetzt wird's deftig. Jetzt wird's natürlich deftig. Da haben wir eine Hand voll. Und Skamaka zeigt, dass er halt trotzdem noch ein richtig guter ist, auch wenn er sich mal beschwert. Aber gut, das Ding, das muss er dann auch machen. Gute Position aus 5, 6 Metern. Langes Eck. Das sollte eigentlich für einen Bundesliga-Profi kein Problem sein. Ja, natürlich schade für die Eintracht, aber wir müssen auf uns gucken. 5-1, das ist eine ziemlich deutliche Sache. Deutlicher, als das Spiel hergibt. Aber gut, unterm Strich zählt im Pokal das Weiterkommen. Und das sind wir im Achtelfinale. Ja, und so deutlich war es eigentlich gar nicht. Ja, jetzt sind die Spiele doch hier torreich ausgegangen. Hertha 4-1, Leipzig gewinnen. Die anderen Spiele waren in der Verlängerung. So, und jetzt gegen Kiel mit einer B11 in Anführungszeichen. Damit wir dann gegen Zagreb zu Hause wieder unsere Spitzenelf hier aufbieten können. Ja, 274.000. Ich meine, das Geld haben oder nicht haben. Was haben wir hier? Simon Lang. Laie zum Kauf. Ja, wir haben nur Cavallo und Bellingham. Und natürlich Sambi Lokonga. Und Lang hätte ich da noch. Da müssen wir im Winter halt auch da nochmal nachlegen. Einfach, dass wir so 4 ZDMs haben, dass wir so 2-2 machen können. Tja, aber ich würde nicht Laie zum Kauf. Dann würde ich eine, warte mal, delegieren. Eine Laie, eine Kurzleihe. Machen wir mal für ein halbes Jahr. Schauen wir mal, ob sie es machen würden. Ich bin glücklich, dass ich so viel spielen darf. Alles klar. Nimm es nicht so schwer. Auch wenn meine Leistung nur mäßig war, naja, Junge, du hast getroffen. Klar heißt das nicht immer, dass die Leistung auch dann gut war, aber sie war jetzt auch nicht mäßig. So, gibt's Überraschungen im Pokal? Gucken wir mal, wer unser nächster Gegner ist. Ich schaue vielleicht nicht hin, ich versuche das schnell, nee, warte mal, da oben wegzumachen. Gut, ich habe es noch nicht gesehen, wir gucken mal. Bayern, überraschenderweise weiter. Regensburg gewinnt, Bremen gewinnt, Freiburg nach Elfer schießen. Wir gewinnen, Leipzig gewinnt, Hertha gewinnt, Dresden gewinnt, Überraschung. Düsseldorf gewinnt auf Schalke, Heidenheim gegen Mannheim, Sandhausen in Darmstadt, Bochum gegen Fürth, Hamburg gegen Aue, Leverkusen Augsburg, Mainz gegen Elversberg und Bielefeld in Kiel. Runde 3, Auswärtsspiel, nein, es kommt zum Rückspiel gegen Bielefeld oder zur Revanche gegen Bielefeld. Letzte Saison haben sie bei uns gewonnen, jetzt sind wir also dran. Na, das ist ja mal ein Spiel, als hätte es das Spiel so gewollt. Leipzig Hertha, Bremen Heidenheim, Hamburg Mainz, ja, interessante Partien. Sandhausen, Freiburg, Düsseldorf, Dresden und Regensburg hat den Sechser im Lotto. Die Bayern zu Hause, aber in Bielefeld, das wird ja so ein Spiel sein, ausgerechnet oder das sind Geschichten, die schreibt nur der Fußballer. Irgendwas wird da passieren, irgendwas ganz Spannendes wird da passieren. Ich hoffe nicht, dass was Spannendes gegen Holstein Kiel passiert, dass wir das Ding gewinnen. Das muss ein klarer Sieg für uns sein und ich hoffe, dass wir den noch dann einfahren. Also, bis zum nächsten Spiel, macht's gut, ciao, ciao.